Jetzt gucke ich sie mal noch mal ganz kurz an. Sind sie noch an Bord? Die Geschichte liegt nicht hinter uns, aber wir stehen mittendrin in der Geschichte und gucken jetzt noch mal auf so ein paar systematischere Zusammenhänge. Wir gucken uns jetzt mal die Modelle an, ganz schematisch, und dann werde ich Sie gleich enttäuschen. Also so schematisch ist das doch nicht, aber für Sie als Hilfe, das Verhältnis genauer zu verstehen, gibt es erstmal zwei, die relativ prägnant auch zu erkennen sind. Also es gibt einmal so dieses ganz starke Abgrenzungsmoment, wo man sagen kann, Seelsorge ist irgendwie was radikal anderes als Therapie und hat damit irgendwie nichts zu tun. Oder wenig zu tun und wenn, dann nur gewisse Aspekte oder so. Und da wäre man dann schon bei diesem Unterordnungsmodell, wo Sie sehen können, das wäre so das klassische Hilfswissenschaftmodell. Da sagt man auch zu, falls Ihnen das mal begegnet, das Ankylla-Modell. Ankylla heißt einfach Dienerin oder Magd im Lateinischen. Das hat man im Englischsprachigen immer noch. Das heißt, Ancillary heißt Hilfsdienst. Dass es eine Unterordnung ist, und zwar deswegen, ich habe hier dieses Rot-Blau genommen, das kann man jetzt für beides sehen. Also man kann sowohl die Psychotherapie unterordnen oder die Psychologie unter die Theologie. Das hat man ganz stark bei Turneisen. Das wäre jetzt so der klassische Fall. Die Therapie ist immer untergeordnet unter diesen Hut von Theologie. Und andererseits wurde das auch dann der Seelsorgebewegung, der therapeutischen Seelsorge vorgeworfen. Da sehen Sie, ganz oft kommt es von außen als Vorwurf heran, dass die Seelsorgebewegung eigentlich die Therapie so über alles gestellt hat und die Theologie nur so ganz klein bisschen oder untergeordnet. Und da würde ich schon sagen, eigentlich müsste man da schon wieder differenzierter hinschauen und sagen, das sind jeweils unterschiedliche Verständnisse, vielleicht auch Therapie zu definieren oder Theologie zu definieren. Und da wird es kompliziert. Aber so mal für Sie zu merken. Und dann gibt es dieses Modell hier, ein Modell, das ich persönlich auch präferieren würde, das Dialogmodell, wo ich jetzt dachte, vielleicht so als Grafik für Sie hilft es, das sich so vorzustellen, dass beide so eine Art gemeinsamen Bereich teilen. Sie haben ja hier schon ein paar Dinge genannt. Und dass es Dinge gibt, die sind unterschieden. Also die hat die jeweilige Disziplin für sich. Die hat die Seelsorge so für sich als Eigenschaft und die hat die Therapie auch für sich als Eigenschaft. Und da könnte man auch dann sowas sich vorstellen wie die Grenzlinien, die da verlaufen. Also was nicht mehr in diesen Überschneidungsbereich reinfällt. Und das gilt aber, wie gesagt, für beides, also für das Professionelle, das heißt, wie mache ich Seelsorge und wer macht da was, und auch das Disziplinäre, also wer beschäftigt sich mit welchen Themen an der Stelle. Deswegen möchte ich erstmal ein paar Unterschiede vorstellen. Da gibt es ganz viel Diskussion und ganz viel Literatur zu, die sich mit diesem, können Sie sich auch wieder merken, diesen Begriff des Propriums, also des eigenen der Seelsorge beschäftigen. Man kann da erstmal so ein paar Merkmale nennen, die darauf hinweisen, was Seelsorge eigentlich ist und in welchem Kontext sie stattfindet. Das heißt, man kann da genau das sagen, was Sie gesagt haben, im Blick auf Zeitaspekt und Niedrigschwelligkeit. Der Kontext ist fluide und ganz vielfältig. Seelsorge kann letztlich überall passieren, zwischen Tür und Angel auch, in ganz kleinen zwischenmenschlichen Begegnungen. Dort ereignet sich Seelsorge. Und es geht oftmals auch darum, ganz spontan in so Situationen, wo man angesprochen wird, als Pfarrperson oder als Mensch, einfach auch seelsorglich da zu sein. Und das ist im Therapiekontext anders und dazu gleich. Das heißt, das Setting, ganz häufig, eins davon zumindest, wir werden noch ganz viel darüber auch nachdenken, dass die Settings in der Seelsorge auch unheimlich plural sind und man eigentlich für jedes Setting auch einen eigenen Seelsorgebegriff braucht und Telefonseelsorge sich ganz stark unterscheidet von kirchengemeindlicher Seelsorge. Deswegen hier Beispiel Kirchengemeinde, und dort geht es vor allem um spontane Begegnungen und auch in aufsuchender Weise. Also wenn man einen Geburtstagsbesuch macht bei jemandem, dann ist das aufsuchende Seelsorge. Da geht man hin und fragt, wie geht's. Und das kann man jetzt viel schlechter machen in Gesundheitsberufen und auch im Therapeutischen. Ist es relativ schlecht möglich, dass ich irgendwie zu den Leuten nach Hause gehe und da klingeln und frage so, wie geht's Ihnen denn heute? Also
Zumindest wenn das nicht abgesprochen ist. Wenn das abgesprochen ist, dass wir das machen, dann geht das. Aber das ist da irgendwie schwierig. Und ganz oft wird so diese Orientierung der Seelsorge auch benannt. Also welche Ziele hat Seelsorge? Ich würde sagen, Seelsorge ist erstmal freier im Blick was die Zielrichtung angeht. Das heißt, sie muss nicht arbeiten an einer bestimmten Symptomatik oder an Verbesserungen der Gesundheit, ist aber gleichzeitig nicht ziellos, hat aber andere Ziele als die Therapie. Nennen kann man auch noch die Kirche als Kontext im Horizont des christlichen Glaubens. Wohlgemerkt, das immer wieder beim interkulturellen und interreligiösen Aspekt, für die christliche Seelsorge gilt der Kontext der Kirche. Das gilt für andere humanistische Varianten der Seelsorge beispielsweise natürlich nicht. Und trotzdem ist es in Deutschland so, dass es immer für institutionell angebotene Seelsorge immer einen Referenzpunkt geben muss, einen äußeren. Deswegen muss man sich auch in der islamischen Seelsorge überlegen, wer steht hinter dieser islamischen Seelsorge, wer verantwortet die. Und für die christliche Seelsorge ist das eben die Kirche, die das mitverantwortet, die Ausbildung auch verantwortet, die dafür transparent auch steht, was Seelsorge macht und was sie ist. Das Seelsorgegeheimnis ist auch ein staatlich sehr geschützter Bestand. Ganz, ganz wichtig, und er steht sogar höher noch, das Seelsorgegeheimnis rechtlich gesehen, als die Schweigepflicht der Therapeuten und Therapeutinnen. Ganz wichtig. Und der christliche Glaube ist hier die Basis, die den Menschen als geliebtes Geschöpf Gottes annimmt und in der christlichen Anthropologie fußt. Und jetzt gibt es ganz viel Diskussion. Ich habe Ihnen jetzt hier so mal was mitgebracht, was man so als Netz sich vorstellen kann, als Inhalte von seelsorglicher Identität. In dem ganzen Diskurs darüber, was macht uns so speziell in der Seelsorge, sind da ganz viele von diesen Punkten immer mal wieder benannt worden. Immer in dem Versuch, würde ich sagen, sich einerseits abzugrenzen von anderen Disziplinen, die auch mit Sorge sich beschäftigen, und andererseits auch in dem Versuch, so etwas wie eine stabile seelsorgliche Identität mit zu begründen. Also immer zu fragen, wie rechtfertigen wir das, was wir tun und woraus entspringt es. Und da auch hier gibt es immer mal wieder unterschiedliche Momente, die da genannt werden in diesem Netz. Das ist keinesfalls erschöpfend. Das sind aber einzelne Punkte, die man rausgreifen kann. Zum Beispiel kann man sagen, Seelsorgende sind immer auch Theologen. Ganz stark bei Turneisen hat man das ja gemerkt. Der Seelsorgende ist ein Theologe, eine Theologin, eine Predigerin, ein Prediger. Den Kontext Kirche habe ich gerade schon genannt. Man kann aber auch sagen, Seelsorgende kennen sich mit Spiritualität besonders gut aus. Sie wissen, was Religion ist, welche verschiedenen Strömungen es da gibt, was mit diesen verschiedenen Einstellungen ist, kennen theologische Begründungsmuster, können das hier mit hineinnehmen. Gleichzeitig sind sie aber auch Experten für Lebensgeschichten und Lebenskrisen. Auch das können Seelsorgende für sich so als Identität mit beanspruchen. Und Kommunikationsexperten, Expertinnen. Und vielleicht entdecken sie an manchen Stellen schon, wo das Überschneidungsmengen hat, gleich auch. Und das finde ich überhaupt nicht schädlich. Ich finde es sogar ganz gut, wenn es mit anderen Berufsgruppen und Menschen, die sich auch um die Sorge und das Wohl des Menschen kümmern, Überschneidungsmengen gibt. Warum denn nicht? Und ganz oft sind wir in diesem Propriumsdiskurs ganz stark immer so auf so einer Abwehrhaltung oder das gehört nur uns oder das dürfen nur wir machen. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist auch gut, wenn man mit anderen Disziplinen darüber diskutiert und überlegt, was ist denn das Beste für diesen Menschen oder für diese Menschen? Was brauchen Menschen und wie können wir jetzt mit dem umgehen, was sie umtreibt? Deswegen nochmal ein kurzer Blick auf die Psychotherapie und das eigene, was die Psychotherapie hat. Da glaube ich, kann man schon auch ein paar Dinge nennen. Und zwar ist es die ganz schlicht die Diagnostik. Also ich finde ganz wichtig auch, dass Seelsorgende psychologisch informiert sind, das habe ich Ihnen schon genannt, dass sie so ein Basiswissen haben darüber, was psychische Störungen betrifft, aber wirklich ganz genau hingucken, zu gucken, welche Diagnose trifft hier zu, das sollte jemand tun, der sich mit dieser Materie gut auskennt, der darin ausgebildet ist, der diese Krankheitsbilder auch schon in verschiedenen Facetten gesehen und erlebt hat. Und das Setting ist natürlich auch ganz anders. Also wenn ich an meine Therapiesitzung denke, die haben 50 Minuten, da reden wir über die Dinge und dann sind die danach zu Ende. Ein Seelsorgegespräch kann 10 Minuten gehen oder 5 oder eine Stunde oder anderthalb Stunden. Also da gibt es viel weniger Vorgaben in dieser Hinsicht. Und das hängt damit natürlich auch zusammen, dass Psychotherapie abgerechnet wird. Das ist im Gesundheitssystem verortet, da steht nicht die Kirche dahinter, da steht das Gesundheitssystem dahinter und da gibt es klare Vorgaben. Was auch gut ist für die Patienten, weil es eine Transparenz gibt. Und auf Patientenwunsch natürlich, das heißt, da sagt man Kommstruktur, da gibt es dieses Aufsuchende nicht so sehr, das heißt, die kommen in die Therapie und dann findet die Therapie statt und dann gehen sie wieder. Es geht auch um Alltags- und Alltagsanliegen, aber da würde ich sagen, es ist nicht nur krisen- und krankheitsbezogen, aber vorwiegend.
Und dieses geht natürlich ganz viel in der Therapie im Alltag. Und ganz oft wird das eng geführt, das Therapieverständnis, dass es da nur immer um die Krankheit und die Symptome geht. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, jetzt für Therapie nicht so. Aber es ist natürlich schon auf die krankheitswertige Problematik auch gerichtet. Es gibt aber auch sowas wie so Rückfallprophylaxe. Das ist, wenn man vorbeugt, dass es nicht wieder zu einer Krise kommt. Und da führt man dann zusammen die Stärkung von so grundlegenden Kompetenzen. Da wird auch beispielsweise viel gemacht zum Thema soziale Kompetenz. Das als Beispiel, so grundlegende Lebensfertigkeiten. Und dann geht es natürlich auch da um Datenschutz und therapeutische Schweigepflicht, die sich unterscheidet vom Seelsorgegeheimnis. So, jetzt habe ich Ihnen eine ganz klare Sortierung gemacht und jetzt würde ich die gerne noch mal ein bisschen aufbrechen. Es ist tatsächlich kompliziert. Sie sehen im Verhältnis von Seelsorge und Psychotherapie, eigentlich ist das nur eine schematische Darstellung. Eigentlich müsste man es in 3D machen und mit verschiedenen Überlappungen und unterschiedlichen Strömungen. Ich will Ihnen das aber mitgeben, dass Sie sehen, es ist im Detail, kommt es immer darauf an, von welcher Therapierichtung sprechen Sie. Und um welche Seelsorgeströmung geht es? Was verstehen Sie unter Seelsorge? Und wie hängt das dann zusammen? Da gibt es Seelsorge, das ist jetzt, würde man jetzt rot sein, die sind ganz weit weg von so psychotherapeutischen Prinzipien und Richtlinien. Und dann gibt es welche, die sind viel enger verbunden mit so soziologischen Ansätzen oder auch mit philosophischen Ansätzen. Das ist zum Beispiel die Seelsorge als Lebenskunst, wenn man das so beschreiben will. Die hat mit Therapie erstmal gar nicht so viel zu tun. Sie merken, es ist halt differenziert und man muss schon genau gucken, was versteht man auch unter Therapie? Und es geht dann immer auch, sieht man auch im Diskurs, viel um Modelle von Therapie. Und wenn man sich dann mit Praktikerinnen unterhält, wie die Therapie verstehen, wie die Therapie machen, dann erkennt man trotzdem wieder ganz viel Gemeinsames auch mit Seelsorge. Oder vielleicht auch Unterschied. Deswegen würde ich sagen, es gibt auch einen ganz großen Bereich von Gemeinsamkeiten. Es gibt immer diesen Bereich von Interesse am Menschen eigentlich. Das teilen doch beide Disziplinen und es wäre doch seltsam, wenn das nicht so wäre. Und deswegen sind sie beide am Wohlbefinden und an Gesundheit von Menschen interessiert. Vielleicht nicht nur und nicht ausschließlich, aber eben auch. Und sie haben beide ein zugrunde liegendes Menschenbild und das ist manchmal unterschiedlich. Und da kann man auch ganz spannend drüber sprechen, wo widersprechen sich die Menschenbilder und wo haben die Überschneidungsmengen. Also wo ist vielleicht die humanistische Psychologie ein bisschen zu positiv eingestellt, dass der Mensch sich immer selbst verwirklichen soll, wo die Theologie nochmal sagt, naja, wir sind alles fragmentarische Wesen und so eine Selbstvervollkommnung kann eigentlich nicht Ziel von Seelsorge sein. Sie befassen sich mit Kommunikation und Gespräch, Beziehung, Interaktion und so weiter und zum Teil eben auch mit Spiritualität und Religiosität und deswegen kann man das auch nicht nur als eine Eigenheit der Seelsorge beschäftigen. Ich finde das nützlich und hilfreich, wenn sich beide Disziplinen mit Spiritualität beschäftigen. Also warum denn nicht? Und darüber dann ins Gespräch zu kommen, deswegen bin ich auch Fan vom Dialogmodell, zu gucken, wo kommt es zusammen und wie kann man das gut verstehen. Und haben auch viel zu tun mit menschlichen Lebensgeschichten und Lebenskrisen. Deswegen glaube ich, man kann von der Seelsorge auch im Blick auf ihre Heilsamkeit sprechen. Das ist jetzt Prolog und wir werden dann immer noch mal ganz genau gucken müssen bei den unterschiedlichen Krankheitsbildern, aber auch in der Frage von Gesundheit, im Blick, worauf eigentlich heilsam? Also was bedeutet in diesem spezifischen Kontext heilsam zu sein? Einen Beitrag zu leisten, dass es dieser Person wohl und gut geht. Und da wollte ich nochmal dieses Heilung für die Seelen, Cura Animarum, immer schon diesen Heilungsaspekt auch mit drin hat, diesen Sorgeaspekt und den Heilungsaspekt, also dass man den nochmal sich genauer anschauen kann. Deswegen würde ich sagen, ist Seelsorge Therapie? Nein und ja, und es gibt diese ganze kontroverse Auseinandersetzung damit und die müssen wir bei der Beantwortung der Frage immer mit hineindenken. Und deswegen kann man nochmal auf den griechischen Begriff schauen, für diejenigen, die so ein Sprachfabel haben, ein kleines, das hat auch ein ganz breites Wortfeld wieder im Hintergrund. Therapeuen als ein dienendes Handeln, ein Aufwarten, freundlich behandeln, pflegen, ehren, für jemanden sorgen, behandeln, heilen. Also das ganze Spektrum kommt damit rein und da fällt es ja nicht schwer, Seelsorge drin zu finden. Und es fällt andererseits auch nicht schwer, Therapie drin zu finden, aber vielleicht in unterschiedlichen Nuancen. Und gleichzeitig würde ich sagen, Seelsorge ist natürlich nicht identisch mit dem, was wir heute unter professionell und professionalisierter Therapie verstehen, Psychotherapie verstehen. Also werden wir uns dem nochmal widmen, was dann jeweils heilsam sein kann. Und das können Sie mal sich vielleicht auch so für den Nachhauseweg fürs Zwischendurch mal überlegen. Was würden Sie eigentlich sagen, was ist heilsam an der Seelsorge? Und da knüpfen wir an im Folgenden und so geht es dann weiter.